Arten der Netzplantechnik. Wir unterscheiden die CPM-Methode, drei große Buchstaben, CPM-Methode. Und auf der anderen Seite die PERT-Methode, PERT. CPM auf der einen und PERT, PERT auf der anderen. Beides sind Abkürzungen. Sie brauchen jetzt die Ausformulierung der Abkürzung nicht hinzuschreiben. Sie steht in der Zusammenfassung, sie steht auf den Lernkarten und so weiter und so weiter. Beides sind englische Begriffe, CPM, Critical Path Method, die Methode der kritischen Wege, und PERT, Program Evaluation Review Technik. Was ist der Unterschied? Bei der CPM-Methode, und das sollten wir uns notieren, ist der Zeitbedarf bekannt. Der Zeitbedarf ist bekannt. Woher kann der nur bekannt sein? Aus Erfahrungswerten aus der Vergangenheit. Ja, hier wissen wir bereits aus Erfahrungswerten der Vergangenheit, wie lange es dauert, ein Grundstück von einer bestimmten Größe zum Beispiel zu vermessen. Ja, das haben wir oft gemacht. Es ist zwar ein anderes Grundstück, aber über die Größe des Grundstücks können wir die Analogie herstellen und deswegen ist es uns bekannt. Ja, das ist hier gemeint. Bei der PERT-Methode, Evaluation steckt, das E steht für Evaluation, Einschätzungs-, Programmeinschätzungs- und Überprüfungstechnik heißt das wörtlich. Also einschätzen, hier müssen wir schätzen, hier ist nichts bekannt, hier müssen wir schätzen, hier ist der Zeitbedarf nicht bekannt. Ja, wir müssen uns an den Zeitbedarf hier herantasten und wir schauen, wie wir das machen.